Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program mit mir, dem Manu. Ich weiß gerade nicht, was mit meiner Framerate los ist, aber es ruckelt gerade ordentlich. Quasi so 17, 18. Gefällt mir gerade nicht so ganz, ich weiß nicht, woran es liegt. Das gefällt mir quasi noch weniger. Eigentlich, mein Rechner ist relativ leistungsstark, der sollte da eigentlich keine Probleme haben. Naja, aber so kann man sich täuschen, ne? So, jetzt müssen wir kurz die 7 Meter die Sekunde runterkriegen. Das sollte innerhalb von ein paar Sekunden gemacht sein, deswegen schauen wir mal, dass wir da relativ nah an den Node kommen. Jo. Es ist sehr, sehr schnell passiert. Ja, wie gesagt, viele, viele Male Entschuldigung, dass es jetzt so ruckelt. Ich weiß gerade auch nicht, woran das liegt. Eventuell ist meine Festplatte gerade ein bisschen überfordert. Der Witz ist nur, wenn ich jetzt hier rausscroll, dann geht's besser. Wie sieht's hier aus? Da sieht's noch besser aus. Irgendwas stimmt da gerade nicht mit der Map-Ansicht oder so. Der guckt wohl scheinbar gerade voll in die Sonne. Nee. Sah aber gerade so aus. So, RCS können wir ausschalten. Brauchen wir gerade nicht. Ja. IVA funktioniert. Man kann auch irgendwelche Teile anvisieren, so wie es aussieht. Finde ich cool. Ja, die Triebwerke hier, die werden dann abgesprengt bei der Landung. Das heißt, da sollten wir relativ freies Sichtfeld haben. Ja. Ansonsten kann man nämlich auch mal ein bisschen so rumschippern. Fände ich auch ganz cool. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir zum Mond überhaupt kommen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. So, mal tausendfach. Sollte jetzt eigentlich alles relativ zackig gehen. Moon müsste jetzt hier gleich angerauscht kommen. Ah, da ist er ja schon. Und dann sollte es auch schon umswitchen. Puff. So, müssen wir jetzt nur noch warten, bis wir bei der Periapsis sind. Das auch noch so ein bisschen dauert. Und dann müssen wir runterbremsen. Also das wird ein Spaß. Müssen wir ordentlich. Und ich darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen, da wieder die Zeit so lang beschleunigt lassen und sagen, so, ja, ja, das wird schon mit dem Bremsen. Das geht nicht. Das darf ich nicht machen. So, wir sind jetzt 5 Minuten vor der Periapsis. 2 Minuten. Gut. Ausrichten, weil wir müssen jetzt nämlich abbremsen, damit wir in den Orbit kommen. Weil wir haben jetzt schon wieder 700 Sachen drauf. Gerade vorher, war, als wir in den Mund in die Mundanziehungskraft reingeraten sind, waren es noch 300 Sachen. Das liegt wahrscheinlich teilweise an dieser Anziehungskraft und teilweise halt auch an der Tatsache, dass wir uns wieder zurückbewegen müssten eigentlich. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu viel Treibstoff dafür verwenden müssen, weil wir nämlich nicht mehr allzu viel davon haben. Ganz einfacher Grund. Okay, und ansonsten sind halt nochmal 2 Kerbals tot. Shit, das sinkt viel zu schnell. Ich glaube, der Treibstoff reicht nicht. Ah, wobei, sieht gut aus. Ja, eigentlich können wir direkt schauen, dass wir in den Landeanflug gehen hier. Schauen wir mal, dass wir direkt landen. Dazu muss ich mich hierauf ausrichten.
Ja, sieht auch soweit ganz gut aus. Ist auch noch ca. 970, also quasi fast die Hälfte, um sicher runterzukommen. Das wird trotzdem noch eine Herausforderung. Wir haben jetzt gerade 17 Meter die Sekunde drauf. Ist ja so an sich schon mal ganz gut. Allerdings hätte ich hier gerne noch so ein bisschen von der horizontalen Richtung raus. So. Okay, dann versuchen wir jetzt hier mal so ganz langsam runter zu segeln. Immer mal wieder so ein bisschen. Also ich denke, ich möchte nicht schneller werden als 60, weil das gerade vorher, das waren irgendwie 200 oder 300. Das war ungut. So, ich glaube, RCS kann man ausschalten. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ausgerichtet sind wir eigentlich relativ gut. Oder? Ja. So. Ja, jetzt geht's los. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt Strom brauchen, aber nichtsdestotrotz wollte ich mal noch was ausprobieren. Ha! Ist das geil. Oder ist das geil? Ich würde sagen, es ist ziemlich geil. Und schwupps, haben wir direkt das Sonnenlicht und schwupps ist Electric Charge komplett voll. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Partybeleuchtung. Damit wir auch sehen, wo wir hinfahren, / landen. Ja, und damit wir auch irgendwas haben, um den Strom überhaupt zu verbrauchen. Oh, wir sind schon wieder auf 70 Sachen. Das geht so nicht. Mal hier ein bisschen runterbremsen. Das macht es eigentlich nur schlimmer anstatt besser. Nochmal ein bisschen ausrichten. Ist jetzt gerade ein bisschen heikel hier das auszurichten. Also man hört es jetzt vielleicht auch, ich bin quasi über meinen Schreibtisch gebeugt und versucht das hier so hinzukriegen, wie ich das möchte. Okay. Ja, sorry, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich kann nicht einfach die Zeit beschleunigen, weil man hat ja vorher gesehen, was dabei rumkommt. Okay, jetzt sind wir schon wieder viel zu schnell. 140. Oh man, drückt mir die Daumen, dass das Treibstoff noch reicht. Wenn der nicht reicht, dann sind wir ziemlich gearscht. Ja, da verbrauche ich halt schon 0,9. Okay. Eieiei. Okay. Ah, da sieht man ein Sonnensegel, da drüben müsste das andere sein. Ist eigentlich ganz cool. Und da kommt die Oberfläche immer näher. Die Anzeigen hier drin sind eigentlich auch ganz cool. Nur ein bisschen schwierig zu sehen, finde ich. Wir sinken gerade mit ca. 90, ja, ca. 90 so in etwa, 90 Meter die Sekunde. Das Problem ist nur der Treibstoff. Naja, wir müssen nur runterkommen, mehr müssen wir gar nicht. Rauf müssen wir ja überhaupt nicht mehr. Das wäre es dann schon. Dunbred guckt richtig schön verträumt. Ach, der Mund. Oh, wundervoll. Richard sieht nichts, deswegen ist er ein bisschen angepisst. Scheiße hier. Arschrückbank. So, wir sind bei 36.000 Metern.
ca. 80 Meter die Sekunde, noch ca. 670 Treibstoff, Tendenz sehr rapide sinkend. Das gefällt mir gerade nicht so ganz. Aber ich glaube, warte mal, was waren hier Speichern? Cannot save while ship is under acceleration. Okay. Quick saving, so, sehr gut. Quick shaving. Smooth Controls mal anschalten. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee. So, ich möchte mal kurz ausprobieren, wie das hier mit dem RCS aussieht. Ziemlich bescheiden. Also wirklich zum Bremsen ist das Ding nicht geeignet. Ja, wir laufen gerade quasi auf dem letzten Tropfen Treibstoff. Ist nicht so toll. Scheiß drauf. Dann müssen wir wohl ein bisschen schneller sinken. Das ist dann zwar alles Treibstoff, der uns fehlt. Jetzt gerade noch ein bisschen versuchen mit dem RCS so ein bisschen Bewegung rauszukriegen, ein bisschen horizontale Bewegung rauszukriegen. Ob das so klappt, wie ich das möchte, ist eine andere Frage. Nebenher verbrate ich auch gerade noch RCS zum Abbremsen. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so ein Knopf, wo man, keine Ahnung, mit einem Schlag den Schub hochdrehen kann. Also quasi mit einem Schnips so bam, voller Schub. Das fehlt mir gerade noch so ein bisschen, das könnte man noch einbauen in das Spiel. Dann wäre es noch relativ gut. Okay, 20.000. Fertig. Ja, und so ganz perfekt ausgerichtet sind wir auch noch nicht. So, besser. Ja, was könnte ich denn sonst noch machen, um das Ganze hier zu einem Erfolg zu machen? Ja. Einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade noch einfällt. Out, out. Okay. Jetzt haben wir im mittleren Tank noch ein bisschen was drin. Wird hier jetzt leider nicht angezeigt. Sollte eigentlich zur Versorgung der Triebwerke da sein noch. Boah, was geht denn ab? Warum haben wir denn so eine arge horizontale Bewegung drin? Das kriegen wir schon raus.
Ja, 13.000 Meter über dem Boden. Treibstofftanks sind wieder ein bisschen gefüllt. Finde ich gut. Schalten wir das jetzt wieder an. Damit geht das Manövrieren doch wesentlich einfacher. Sorry, ich bin gerade saumäßig konzentriert und versuche so einigermaßen die horizontale Bewegung Bewegungsrichtung rauszukriegen. Deswegen hört ihr von mir gerade nicht sonderlich viel. Doch. Ah, das wird spannend. Ich glaube, es scheitert wirklich am Treibstoff. Ah. Jetzt haben wir dann den Moonrover auf dem Moon und können damit nicht fahren, weil kein Antrieb. Ist das Kacke. Das sind ja mal richtig beschissene Nachrichten. RCS ist auch gleich hinüber. Dann haben wir noch nicht mal das zum Rumfahren. Ja, das heißt, Richfield und Dunbred kriegen demnächst noch mal ein bisschen Gesellschaft. Wenn dann noch ein paar mehr Kerbels hochgeschossen werden, bis wir endlich mal einen funktionierenden Moonrover oben haben. Aber ich glaube, das mache ich wann anders. Das mache ich an einem anderen Tag. Also das Konzept hier funktioniert ja soweit schon mal. Das geht ja schon mal auf. Finde ich schon mal ganz gut. Bis auf den Treibstoff. Die letzten Tropfen Treibstoff, die wir bei uns haben. Und das war's. Und wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Nein. Mein schönes Werk. Ja, das hat auch nicht sollen sein. Ja. Da muss wesentlich mehr Treibstoff rein. Wesentlich. Da kann ich fast nochmal so 4 Tanks oben drauf schnallen. Ja, explodiert halt, ist gut. Ich hasse dich auch. Ja, Richfield und Dunbred sind nichtsdestotrotz auf dem Mund. Ja, hier sieht man schön die Moon-Oberfläche mit dem Trümmerfeld um uns rum, das mal unser Moon-Rover war. Naja, wenigstens die Kapsel hat überlebt.
Da muss eventuell... Ja, da muss noch einiges nachgebessert werden. Das ist, ja, shittig. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch schon für... Wieso kann ich hier jetzt nicht auf das Space Center? No Target. Ich würde jetzt gerne auf das Space Center. Weil wenn ich auf End Flight klicke, dann war's das, ne? Dann sind die beiden wieder daheim. Ha. Huh. Naja, egal. Machen wir End Flight, egal. Space Center. Gucken, ich glaube, die dürften da jetzt nicht drin angezeigt werden. Kondomat. Nee. Felpolo Lander. Ja, hier ist noch... Ah ne, das ist noch Debris vom... Ah, hier ist er. Moon Rover Debris. Landed. Ja, schade, hat nicht sollen sein. Da ist mir mal wieder die Konstruktion unter dem Hintern zerbrochen. Wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Treibstofftanks dran klatschen. Das wird aber nicht mehr heute der Fall sein. Heute werde ich die Folgen, die ich heute produziert habe, rendern. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann ja, werde ich wahrscheinlich hier das Problem ein bisschen angehen mit dem Treibstoff. Eventuell werde ich hier das austauschen gegen so einen großen. Muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich auch nur die Triebwerke austauschen durch hier die Teile. Ja, da habe ich einige Möglichkeiten, um das Problem anzugehen. Naja, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, für euch die Videos hier machen zu dürfen. Ich hoffe, sie gefallen euch, auch wenn sie jetzt nicht so ertragreich, erfolgreich waren wie die letzten. Ich finde das Konzept von dem Lander ziemlich cool. Der sieht echt geil aus. Sieht quasi schon aus wie so eine kleine Mondstation. So eine kleine Mondstation, Mondbasis. Finde ich echt cool. Naja, wie gesagt, daran wird noch ein bisschen getüftelt und dann das nächste Mal landen wir das Ding. Gut, also dann, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.